Moin Jungs, da bin ich wieder. Und zwar heute habe ich einen richtig geilen Solo-Lounge, sowas in der Art Glitch für euch. Mit am Start ist auf jeden Fall das Dizzle Whistle und das Skill to Bendner. Skill to Bendner hat dann leider nicht aufs Video gepasst, weil er so hoch geflogen ist. Ich glaube, der ist immer noch in der Luft. Also, von dem her konnte er leider nicht aufs Video. Aber ich habe einen Platz links an meiner Seite gelassen. So, ich zeige euch erstmal auf der Karte, wo sich das befindet. Und zwar hier. Und ihr könnt es eigentlich auch an jeder anderen Stelle machen, wo ein Geländer sich befindet oder, ja, oder nicht oder, und, ich meinte und, wo sich auch und Wasser befindet. Also und Geländer und Wasser, so dass ihr einen Köpfer reinmachen könnt, wenn ihr das denn vorhabt. Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt genau, wie es geht. Und zwar stellt ihr euch so an das Geländer hin, so wie wir das jetzt gerade machen, dreht die Kamera dann so nach hinten und dann drückt ihr einfach nur Viereck, um ins Wasser zu springen oder beziehungsweise über das Geländer zu springen und drückt dann ganz schnell hintereinander das Touchpad, sodass ihr ganz kurz in der Ego-Perspektive seid. Das hat folgenden Grund, und zwar, wenn ihr jetzt schon ganz nah an eurem Charakter seid und dreimal drücken müsst, um die Ego-Perspektive reinzukommen, würde ich euch empfehlen, einfach viermal zu drücken, oder ihr macht so wie in meinem Fall, ihr geht es schon mal ganz am Anfang weg, drückt Viereck und dann reicht einmal Touchpad, um die Ego-Perspektive zu wechseln und dann gleich nochmal, um wieder normal zu werden, so wie ich das jetzt gemacht habe. Also zweimal, zack, zack, und dann fliegt sie schon so hoch, ne? Ist doch der Hammer. Ist der Wahnsinn, oder? Oder nicht? Ja, das war es auf jeden Fall schon wieder mit dem Video für heute. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es macht auf jeden Fall ein bisschen Spaß, also ein bisschen viel Spaß. Also wir haben ziemlich viel Spaß gehabt, also so richtig viel Spaß. Es war der Wahnsinn, ey. Ich komme überhaupt nicht klar, wie viel Spaß das gemacht hat. Schaut auf jeden Fall noch beim Dizzle Whistle auf seinem Kanal vorbei. Und natürlich auch bei Skill to Bendner. Die Links natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Das wisst ihr doch, Jungs. Das wisst ihr doch, wisst ihr doch. Auf jeden Fall, das war's. Ich verabschiede mich für heute. Ich lasse noch ein bisschen... ja, die so Jump-Highlights im Hintergrund laufen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Jungs. Also, ciao, Jungs, haut rein, macht's gut, viel Spaß.